Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Und genau, ja, wir waren beim letzten Mal hier und haben uns hier unten vorgekämpft. Allerdings sind die Gegner hier ganz schön extrem, was die Mörser-Taktik und sowas angeht. Von daher, ja. Und auch diese ganzen Mini-Raketen-Dinger. Ne, das geht ja wieder actiongeladen los hier. Die Scavenger haben auch aufgerüstet, wie es aussieht. Ihr seht das, ne? Und den Mörser. Mach den Mörser weg. Verdammte Axt. Ja, kannst versuchen, dich zurückzuziehen. Das wird nichts bringen. Einheit wird angegriffen. Und wir müssen uns hier immer weiter vorkämpfen, bis wir die ganzen Basen von den Gegnern, ja, platt gemacht haben. Aber es ist nicht so einfach. Das ist ganz und gar nicht einfach, vor allem mit so langsam regenerierender Energie. So, da haben wir wieder die nächste Energieressource. Direkt vor der Basis. Aber das ist gut. Ihr könnt hier euren Spaß haben. So, euch hätte ich bitte gerne hier vorne. Oh! Ja, das nervt doch. Macht doch nicht immer dasselbe. Bau bitte eine Reparatureinrichtung hier hin. So. Und dann mauern wir uns hier schön ein. Ah, das ist nur. Das sind nur Maschinengewehre, mein Gott. So, Aua. Oh, die können nichts anderes, ne? Außer diese blöden Mini-Raketen-Dinger zu bauen. Der Truck hält ganz schön viel aus. Der LKW von denen, ey. So. Ja, sehr gut. Wir haben unsere... Ja. War das so klug, die, ihre Fabriken alle hier oben hinzubauen? Das könnte eine schlechte Idee gewesen sein. So, aber erstmal heilen, bitte. Heile machen. Wir brauchen definitiv die Heilung hier. Oh mein Gott. So. Aber ihr könnt euch schon austoben, das ist gut. Baut hier auch eine Energie-Dings hin. So, dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir wieder Einheiten bauen, tatsächlich. So. Warum? Ah, okay. Ja, das ist natürlich dann logisch, ne, dass das langsamer geht. Jo, aber die Börser können sich hier schön aus... Aua! Du immer mit deinen scheiß Raketendingern. Verdammt nochmal. So. Dann einmal da oben drauf. Wir fressen uns hier schön durch. Genau. Oh, der bitte zurückziehen. Oder ja... Oder wisst ihr was? Macht erstmal dieses blöde Raketending da weg. Die ziehen sie zu viel ab. Das blöde Raketending weg. Macht doch mal das Raketending weg. Das da auch bitte. Oh ey. Wie viel das aushält einfach. Und schon haben wir wieder keine Energie. Das ist so krass. Einfach viel zu krass. Ach so, weil wir doch ein Kraft... Ah, okay, wir brauchen noch ein Kraftwerk, damit auch die neue Energie-Dinger hier funktionieren, weil ein Kraftwerk kann maximal vier, ja, vier Bohrtürme supporten. Deswegen, ja. Was schießt da schon wieder auf uns? Konstruktion abgeschlossen. Einfach von irgendwo aus dem Dunkeln. Verdammte Axt. So. Was schießt da? Ja, Panzer von New Paradigm schießen auf uns. Ganz toll. So. Nicht entkommen lassen. So, da der nächste. Verdammte Axt. Und... Hey, nix da, keine Gefangenen. Weg mit dem. So. Ach nein, nicht schon wieder so ein Ding. Okay, raus da. Okay. Die haben überall diese blöden Midi-Raketen stehen. Schade, dass wir die noch nicht haben, die Technologie. Ne?
Waffensysteme. Schade, dass wir die noch nicht haben. Weil das wird der Gamechanger. Ja. Wirklich. Mini-Raketen sind in diesem Spiel echt OP. Gut. Ja, okay, aber wir haben ja hier unsere... wir haben hier unsere schöne Reparatureinrichtung. So. Das heißt, wir können uns schön reparieren hier. Rum. Die patrouillieren, oder was machen die? Ja, mach mal bitte Position halten. So, und dann? Jo, du schon wieder mit deinem Scheiß da. Das nervt! Radarfahrzeug, ey. Ich glaub's nicht. So. Die Bunker nerven auch. Oh, gut getroffen da oben. Obwohl das gar nicht deine Intention war. Ja, so muss das sein. Die Streuung ist halt noch sehr krass. Ne? Von den Mörsern. Aber wir können auch nichts weiter erforschen. Okay. Machen wir den da weg. Und kabumm. So. 32 feindliche Einheiten noch. Okay, das ist das neue Team 1. Da oben wieder. So. Aber ja. Das sind ja nur Maschinengewehre, was die da jetzt noch haben. Das passt schon. Okay. Warum habe ich das wieder abgebrochen eigentlich? Ach so, ja. Okay. Das heißt, die hier haben auch schon wieder... Okay. Die haben auch schon wieder so einen Raketenmister. Ihr seht, wie viel die abziehen, ne? Die Rakete ist so heftig. Also dieses blaue Ding sollen natürlich Mini-Raketen darstellen. Diese blauen Dinger. Medikum ist süß. So, du bitte auch reparieren. Gut, dann kann es weitergehen. So, wir fressen uns langsam aber sicher hier durch. Scavenger-Basis, ja. Da steht schon wieder dieses Radarfahrzeug. Mensch, nochmal. Da oben kommt er schon wieder, da oben. So. Das ist schon unfair, muss man sagen, dass selbst die Scavenger bessere Technologie haben als wir. Aber na gut. Ja. Dann ist das wohl so. Aber damit kommen wir klar. Damit kommen wir echt klar. So, und dann hier jetzt einfach... Ja, genau. Der mit seinen Radarfahrzeugen. Was zur Hölle? Weg damit! Fahr einfach weg. Aua! So, nächste Scavenger-Basis. Das wird jetzt heftig. Ja, schon. Ach, Maschinengewehre, mein Gott. So. Eieieiei. Okay. Da ist ein Artefakt. Artefakt gefunden. Sehr gut. Was haben wir denn da? Ah! Der Mini-Raketenhalter. Ja. Wir haben eine neue Wir haben eine neue Haupteinheit. Den Mini-Raketenpanzer. Endlich, ja. Bedankt. Auch wenn wir echt mehr Energie brauchen. Mini-Raketen und Mörser tatsächlich weiterhin. Seit wann sind eigentlich Maschinengewehrtürme so stark? Ja, das ist schon krass. Na endlich. Wir haben unsere Mini-Raketen, Freunde. Oh mein Gott. Es ist so gut. Hallo? Was braucht ihr so lange für einen blöden Turm? So. Bumm. Oh ja. Jetzt einfach schön durchschießen hier.
Ach, das sind Skybasen, zwei Basen in einem, oder was? Na, wisst ihr was? Ui, was macht ihr denn? Das ist aber sneaky. Das ist aber echt sneaky jetzt. So haben wir aber nicht, gewettet hier. Weg damit. Diese blöden Radardinger, ey. Mensch, nochmal. Ah, jetzt macht den kaputt. Der haut einfach ab, ja. Nein! Ah, egal, kann man nachbauen. Alles okay. Kann man alles nachbauen. Ah, Scavenger. Ey, das ist jetzt aber uncool, dass die da durchgehen. Wir haben hier nichts zum Verteidigen. Einheit wird angegriffen. Ja, ist aber... Oh! Ihr nervt euer Mist. So. Okay, dann. Ja, es war mir klar, dass die da den Turm angreifen. Der hält aber auch nichts auf. Ah! Wachturm mit Mini-Raketen. Schnellfeuernde Mini-Raketen. Hochexplosive Mini-Raketen. Oh, wir haben Lane-Lenzer-Raketen. Antipanzer. Ja, sehr nice. Okay. Mehr Waffensysteme für uns. Tatsächlich. Oh mein Gott. Ja, das wird. Es wird langsam echt aufregend. Hä? Wo? Oh, nicht das schon wieder. Mit eurem Mörsermist hier. So. Ja, okay. Die sind aber alle schön voll geheilt hier. Schön vorbeifahren kann der nochmal. Radardinger. Ganz ehrlich. So, das heißt, die Mini-Raketen werden unsere Kanonen ersetzen. Und, genau. Eieieiei. Ihr. Du schon wieder. Du sollst da drauf schießen. Die ziehen einfach zu viel ab, die Sachen. So, jetzt aber. Okay, und wieder schön hier zurückziehen. So, zurück, zurück, zurück. So, und reparieren. Reparieren noch die Einheit, die kaputt ist. Es ist so dumm. Es sind so viele Einheiten. Es sind so krass viele Einheiten. Und wir haben hier einen Bunkerbuster-Rakete. Nicht schlecht gegen Gebäude. Auf keinen Fall. Alter Schwede, also die Kampagne ist, Hut ab, gar nicht mal so leicht. Ich habe ja den Schwierigkeitsgrad normal, oder? So, und jetzt dieser blöde Mörserpanzer da vorne. So. Wir haben noch einen, wir haben noch zwei Mörser. Ja, danke. Oh. Die Scavenger können auch nichts anderes bauen, ne? So. Aber wir treffen halt nicht. Das ist das Doofe dabei. Wir treffen halt nicht mit unseren Kanonen, ne? Das ist, So. Okay. Die haben einen besseren Panzer. Das ist das Problem. Das ist das Hauptproblem. Macht den... Kümmert euch nicht um den Maschinengewehrpanzer. Noch ein Radarpanzer. Ey, das ist so bescheuert. Aber irgendwann gehen die Gegner auch die Einheiten aus. Ja, das ist ein relativ interessanter Stellungskampf gerade hier. Jawohl, noch eine Verbesserung. Schnellfeuernde Mini-Raketen. Sehr schön. Und, ja. Okay. Haben wir endlich mal ein bisschen Ruhe jetzt. Oh, wir haben hier oben... Ah, wir haben hier oben noch was. Sehr schön. Das können wir runterziehen. Boah, zwei Stück. Grundlagenforschung. Ihr nervt. Daneben. Einheit
Zum Glück sind die auch nicht so treffsicher. Oh, Aufhängung mit mittlerer Kanone. Jawohl. Weiter drauf schießen. Nicht entkommen lassen. Na gut. Yo. Ist klar. Ah, die sind so treffsicher, die Scavenger. Unfassbar. Unfassbar, jetzt macht das Ding weg. Mann. Diese blöde Raketen, Digga. Ihr nervt. Echt mal, aber unsere Verstärkung kommt. Ja, die ziehen sich nämlich zurück nach einer gewissen Zeit. So. Nicht entkommen lassen jetzt. Nicht entkommen lassen. Der ist jetzt kaputt. So. Da ist noch ein weiterer Kanonenpanzer. Oh, das wird... Das, bisschen viel, bisschen viel, bisschen viel. Wir haben auch nur noch eine Stunde. Wir haben auch nur noch eine Stunde. Okay. Ah, und wir haben jetzt hier... Wo ist unser Anti-Panzer-Springstock? Sprengkopf, jawohl. Okay, da würde ich jetzt aber mal Folgendes vorschlagen. Wir bauen keine Kanonen mehr. Sondern wir bauen Lanzerpanzer. Ja, Lanzerpanzer. Radardinger. Verdammt nochmal, so. Dann müssten wir doch jetzt... Spionageteile da. Verdammt nochmal. So, den Feuerwehrwagen wegmachen. So. Das Ding hier auch wegmachen. Nur das Radarstörergerät oder was auch immer das sein soll. So, Mörser sind tatsächlich besser gegen Gebäude eigentlich. Nö. Gut, nicht wieder zurückziehen. Ich glaube, die fahren sich immer reparieren. Das ist das. Und weg damit jetzt. Los, weiter drauf. Nicht entkommen lassen. Na gut, er ist entkommen. Aber ey. Wir müssen uns langsam mal ein bisschen beeilen, tatsächlich. Langsam ein bisschen mal beeilen. Weil wir haben nur eine Stunde. Die Hälfte der Zeit ist schon rum. So, wir haben hier weitere Forschung. Lanzerbunker. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Und, ja, da kommt schon wieder was hier. Weg damit. Weg mit diesem Feuerwehrauto. So, ja, ihr seht's, ne, die, Scavenger, die recyceln, bekannte Fahrzeuge von der Menschheit. Die recyceln die für, irgendwelche Waffen, das ist so gut. Okay, wir haben einmal den Raketenpanzer. Und ja, eigentlich, ja, Lancer weiß ich jetzt nicht, ob wir den... Aber den nutzen wirklich. Ich baue mal nur Raketenpanzer. Ah, die kosten halt, ne? Das ist das, die kosten. Ich hoffe halt, dass wir das jetzt noch schaffen in einer Stunde. So, einmal kurz repariert, weiter geht's hier. Ja, ja, ist okay. Einfach dran vorbeifahren. So. So, da oben sind unsere Raketenpanzer in Produktion. Das ist sehr gut. Oh, hier, bam. Und tschüss. Was? Junge, Junge, wie viele Türme die hier haben. Echt krass. Ja, die sind halt sehr treffsicher, die Maschinengewehre. Aber ja. Sind aber halt auch gleich kaputt. So, die Basis hier unten, die haben wir gleich. Das ist sehr gut. Aber das Ding dann noch kaputt, so schnell wie es geht. Weil die hasse ich. Die hasse ich. Schaut euch das an. Wie viele das hier sind. Und wie lange die brauchen, um kaputt zu gehen. Und überall die diese Türme. Das ist... Oh Mann. Aber hey. Das haben wir relativ souverän geschafft, hier unten die Basis. Wie die Trümmer einfach weiter nach rechts fallen. So, und die Energie könnt ihr euch einsacken. So. Weil ihr seht, wir haben nämlich schon wieder keine Energie mehr. Das ist echt heftig, ja. Wer schießt denn? Oh. Ey.
Ihr seid doch so nervig. Echt. Jetzt machen sie schon wieder unsere Reparaturwerkstatt da im Arsch. Ihr mit euren Scheiß da. Mann. So. Neu aufbauen. Verdammt nochmal. Das kann man ja alles neu aufbauen. So. Weg damit. Boah, yo. Könnt ihr mich mal nach vorne lassen? Okay, und wir müssen bald mal wieder aufhören mit Panzer produzieren. So. Eieieiei. Oh. Okay. Da schießt irgendwie noch einer auf uns. Und da oben die machen mal wieder meine Reparaturfabrik im Arsch. Ja, toll. Wir kommen hier irgendwie nicht schnell genug weiter. Ach, habe ich meine Uhr... Ich habe meine Uhr nicht angemacht, ne? Aber ich glaube, es waren noch 10 Minuten, ja. Weil wir hatten ja eine Stunde am Anfang und genau, da waren wir 10 Minuten einfach. So, wisst ihr was? Ja, Raketenpanzer. Raketenpanzer, kommt bitte her. Wir brauchen euch. Tatsächlich, echt, wir brauchen euch dringend. So. Meine Güte, ey. Einheit wird angegriffen. So. Verdammte Axt, und wir haben erst... Ja gut, 4 Artefakte sind es nur, aber... Wir müssen 11 Basen platt machen. Es ist so heftig. So. Den hier. Verdammte Scheiße. So. Ja, sorry, ich habe ein bisschen geflucht, aber... Mein Gott! So. Das war doch echt nur noch eine Stunde für haben, ne? Das ist echt heftig. So. Mein Gott, aber... Die Basis hier mal platt. So. So. Der Turm ist weg, ja, nicht ganz. Oh, wie viel die aushalten. So. So, und hier oben das Ding noch. Warum kann ich das nicht an... Da. Und weg damit. Lass es doch nicht auf euch schießen. So. Puh. Okay. Ja, alles klar. Hier unten ist noch irgendein Gebäude, was zur Basis gehört. Da ist schon wieder so ein blödes... Verdammt nochmal. Mach es kaputt. So. Irgendwas gehört hier unten noch zu. Ich weiß zwar nicht genau was. Aber irgendwas gehört hier noch zu. Die Bunker da vorne, oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Eieiei. So, die Raketenpanzer sind da. Okay, gut. Endlich richtige Verstärkung. So. Energie sparen. Und nein, das meine ich jetzt nicht so wie die Politik, sondern ich meine jetzt wirkliches Energiesparen. Warum kommt die eigentlich wieder zurück? Ihr sollt da vorne hinfahren. Ja, lass mich doch. Echt mal. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich habe einen Raketenpanzer. So. Verdammte Axt. Jetzt kann ich aber, können wir auch einfach mal durchrushen hier. So. Ihr seht, die Raketen sind echt heftig. Die Raketen sind echt heftig. Ja gut, gegen Gebäude machen sie jetzt nicht so großen Schaden, aber gegen Einheiten halt. Ne, deswegen. Ihr könnt ruhig hier stehen bleiben, ist okay. Was fehlt, damit diese Basis als kaputt gilt? So. Ah, wieder diese schöne Musik. Jawohl. Okay, das reicht schon. Ja. Ja. Oh, du schon wieder. Mann. Und
Da hören sie auf zu schießen. Oh mein Gott. Okay. Ach, diese Bunker. Sie halten so viel aus. So, ah, wir haben wieder eine neue. Ah, schnellfeuernde Mini-Raketen. So. Weiter drauf schießen. So. Mannequin, vergesst es. Feindliche Basis, yo. Okay. Das sind Panzerminen, die können wir weg. Da dürfen wir nicht herfahren, tatsächlich. Weil es sind, wie gesagt, Panzerminen und die tun weh. Boah, dieses Maschinengewehr von denen ist so treffsicher. Okay. Ihr könnt mal bitte hier drauf schießen. Hallo. Damit dieser Bunker endlich mal flöten geht. Ist ja wohl nicht wahr. Mann. Okay. 2 von 11 Basen vernichtet. Oh Mann. So, okay. Aber ihr seht jetzt, ne, diese Raketen sind schon echt ein Game Changer. So. Einheit wird angegriffen. Die können wir bitte aus dem Weg. So, und ach du Scheiße, macht das lang. Okay, dann. Können wir 3 Produktionen gleichzeitig machen. Was macht ihr denn? Oh, ihr seid so dumm manchmal. Okay, KI. Gut. Ei. Es ist nicht einfach. Es ist echt nicht einfach. Aber machbar, wie ihr seht. So, wir müssen einfach noch 8 Basen platt machen in einer Stunde. Ja, ist klar. Ist klar. So, dann stell dich mal bitte da hier und ihr macht jetzt bitte einfach mal Position halten. So, ich hätte gerne einen Kanonenpanzer, der nach vorne scoutet für die, nicht daher KI, für die Börse, damit die schön da drauf ballern können. So, einfach hin und her fahren. Genau, weil ihr seht ja, jetzt drehen sie sich um und schießen drauf. Oh Mann. So. Und schon haben wir wieder keine Energie mehr. Was macht ihr schon wieder hier? Ihr sollt die Position halten. So. Okay, und ihr? Ja! Scavenger. So. Dann könnt ihr weiter drauf feuern. Mann. So. Dass die Scavenger sich auch noch da in irgendwelche Kriege einmischen. Ja. Wird die eigentlich nichts zu tun haben. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber gut, ist dann halt so, ne? Mach mal bitte einen Weg frei. Macht mal bitte einen Weg frei. Na, die KI ist nicht die schlauste hier. Definitiv nicht. Da hinten schießt auch schon wieder was auf uns. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Also gar nicht. Vor allem mit so wenig Energie. So, da. Direkt weg damit. Direkt weg mit dem Scheiß. So. Jo. Hallo, Kanonenpanzer, kannst du bitte auch drauf schießen? Oh. Nicht die Mörsereinheit. So, Mann. Den Radarpanzer bitte wegmachen. So. Ja, fast. Okay. Jawohl und tschüss. Einheit wird angegriffen. Ach, da ist noch ein Panzer. Ja, toll. Wie viel habt ihr denn? Wie viel habt ihr denn? Einheit wird angegriffen. Boah, das ist wieder wie David gegen Goliath, ey. Die haben viel bessere Tech. So. Mein Gott.
So. Ach, da oben der. Ja gut, dann, das wird jetzt dann so ein bisschen viel. Oh Mann. Okay, ein Turm ist weg. Okay, ich bräuchte eigentlich... Ja, toll. Ist jetzt egal, kommt, wisst ihr was? Wir versuchen mal was. Wir speichern das Ganze mal. Ich hoffe, dass wir es nicht verkacken. Aber wir versuchen jetzt mal was. So. Einfach die Flucht nach vorne. So, ich habe da echt keine Lust mehr drauf, jetzt hier die ganze Zeit Verstecken zu spielen. So, wir haben nämlich auch jetzt eure Mini-Raketen. Verdammte Axt. So, und dann können wir jetzt hier nämlich schön drauf schießen. Mann. So. Wir können jetzt hier nämlich schön drauf schießen. Ja. Ich weiß, die brauchen zwar ewig, bis sie kaputt sind, aber... Da schon wieder. Okay. Ach, da ist unsere nächste Folge schon zu Ende. Witzig. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge von Warzone 2100 gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, zieht es gerne weiter in den Kanal. Und ja, wie es hier weitergezogen wird, aber beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.